Eins der heikelsten Themen, die es gibt in der Geldanlage. Irgendwo auf der Welt passiert was Schlimmes und jemand anderer profitiert aber davon. Ein Investor oder ein Spekulant. Das Thema kocht gerade wieder hoch, weil viele Leute sagen, wir stehen vor einer globalen Nahrungsmittelkrise und die ganzen Rohstoffzocker jetzt, die würden die Lage aber noch deutlich verschärfen. Mit anderen Worten, gehört diese ganze Zockerei jetzt nicht endlich mal abgeschafft? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Stellen wir uns vor, Sie haben zufällig ein paar Rheinmetallaktien. Russland greift die Ukraine an, die Aktie schießt nach oben und Sie können jetzt aber nachts nicht mehr schlafen, weil Sie sind ja jetzt Kriegsprofiteur. Oder aber noch problematischer, sagen wir zum Beispiel, Sie sind nicht optimistisch, was die Lage der Welternährung betrifft. Und Sie beschließen, dass Sie darum auf steigende Agrarrohstoffpreise setzen. Oder auch, dass Sie Aktien kaufen von Unternehmen aus dem Agrarsektor. Ihr Szenario trifft ein, so wie es das im Moment ja auch tut. Lebensmittel werden knapp, Menschen hungern und Sie machen sich aber die Taschen voll. Ist es nicht so, dass Sie mitschuld sind an dieser Krise und dass man Leuten wie Ihnen vielleicht jetzt auch mal das Handwerk legen sollte? Die Inspiration zu dem Video jetzt, die kommt von meinem Kollegen Sebastian Hell aus seinem Podcast Hell investiert. Er macht nämlich nicht nur Videos hier auf YouTube, sondern er hat nämlich zusätzlich auch noch seinen Podcast, wo auch viele gute Beiträge sind. Und hier mit seinem Beitrag Moral und Geldanlage passt es zusammen. Da greift er einen Artikel auf, der erschienen ist diesen Monat auf tagesschau.de. Kritik an Zockerei auf den Finanzmärkten. Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert angesichts angespannter Agrarmärkte infolge des Ukraine-Kriegs stärkere Schranken gegen preistreibende Finanzwetten. Angesichts drohender Hungerkrisen in manchen Ländern sei Zockerei auf Agrarrohstoffpreise unerträglich, sagt Foodwatch-Strategiedirektor Matthias Wolfschmidt. Und sinngemäß dann weiter unten: Man habe es versäumt, dass man die Spekulationsexzesse eindämmt. Jetzt sind Millionen armer Menschen weltweit vom Hunger bedroht, aber die Finanzindustrie, die ist schon jetzt ein Gewinner des großen Angriffskriegs, des russischen Angriffskriegs. Damit hat sich da Sebastian auseinandergesetzt mit dem Thema. Er hat von dem Thema viel mehr Ahnung als ich, weil er nämlich aktiv jahrelang auch Rohstoffe gehandelt hat. Das habe ich nie. Und der zweite Unterschied ist, der Sebastian ist ein sehr ausgeglichener Mensch und ein sehr sachlicher Mensch. Von mir kriegen Sie hier jetzt eher die gehässige Version. So wie damals schon in meinem sogenannten ersten Hassvideo. Da ging es auch um Agrarrohstoffe. Das war damals aber noch eher ein akademisches Problem. Heute, wo wir die hohen Preise haben für Agrarrohstoffe, da ist es hochakut. Tatsache ist, die Agrarrohstoffe, die haben sich massiv verteuert. Weizen in einem Jahr um 51%, Palmöl 55%, Baumwolle 64%, Hafer über 70%. In Kombination dann noch mit Öl und Gas und Kohle, die ja auch wahnsinnig teuer sind inzwischen. Das trifft die Wirtschaft hart. Die Erdinger Brauerei, die droht jetzt sogar schon mit einer Weißbier-Triage, wenn der Kostendruck so bleibt, dass also nicht mehr alle Bier kriegen, die gern welches hätten. Das ist die Apokalypse, ganz klar. Aber Scherz beiseite, noch härter trifft das natürlich die ganz normalen Menschen, vor allem diejenigen selbstverständlich, die arm sind, die vielleicht vorher schon nicht gewusst haben, wie sie überleben sollen, und für die sind die Preise jetzt natürlich eine Katastrophe. Und auf der anderen Seite haben andere davon natürlich profitiert, also sogenannte Spekulanten. Und weil die die Preise immer weiter hochtreiben, das ist ja der Vorwurf. Darum sind sie an dieser Hungerkatastrophe, die befürchtet wird, ganz konkret auch mit Schuld. Aber ist es auch so?
Das hier ist jetzt mal exemplarisch Weizen auf 5 Jahre in Dollar. Chart ist von Trading Economics. Ganz am Ende sieht man den Preissprung, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Von unter 8 auf fast 13 Dollar. Jetzt sind wir ungefähr wieder bei 10,50 Dollar. Es fällt aber auf, er ist auch vorher schon gut gestiegen. Er hat sich vom Tief 2017 bis zum Hoch 2021 auch schon mehr als verdoppelt und ist vor allem in der Corona-Krise auch deutlich gestiegen. Analog zu vielen anderen, ja, Sachwerten auch, kann man sagen. Und es hat Lieferkettenprobleme gegeben natürlich damals und es ist gehortet worden, das stimmt schon. Aber ich habe mal damals schon auch gedacht, ist das jetzt wirklich die fundamentale Lage für Agrarrohstoffe? Oder fließt da jetzt einfach auch nur sehr viel Geld rein, was ja auch passiert ist? Und es gab ja Inflationssorgen und Agrargüter sind auch Güter. Und wenn sich jetzt der reiche Investor ein Mietshaus gekauft hat, dann hat sich vielleicht der nicht so reiche Investor 5 Schweinebäuche gekauft. Aber ganz so ist es ja eben auch nicht. Der Mietshausinvestor, der hat dadurch das Angebot wirklich verknappt an Mietshäusern. Der Schweinebauchinvestor, der kann ja aber nur investieren in Kontrakte mit Liefertermin und damit stützt er vielleicht kurz den Preis, aber die Schweinebäuche, die kommen ja trotzdem auf den Markt, es sei denn, er lagert die jetzt wirklich im Keller ein. Aber in der Regel, sie kommen auf den Markt und er hat damit mit seiner Spekulation die Fundamentaldaten für den Schweinebauchmarkt und Angebot und Nachfrage nicht manipuliert und profitieren tut er auch nur dann, wenn sein Szenario eintritt, das was er sich erwartet hat. Das ist das Wesen von Terminkontrakten. Terminkontrakte sind eins der ältesten Finanzinstrumente, die es gibt. Die gibt es in Japan zum Beispiel schon seit dem Mittelalter, weil sie den Partnern ja Sicherheit geben. Also der japanische Reisbauer, der hat gewusst, wenn die Ernte da ist in einem halben Jahr, dann kann ich sie eben verkaufen zu dem und dem Preis, garantiert, das weiß ich jetzt schon. Und der Händler hat eben auch gewusst, ich kriege den Preis auch wirklich zu dem und dem Preis. Und dieser Abschlusspreis heutzutage, der ändert sich sekündlich an Börsen, aber für den, der abschließt, für den bleibt er eben fix und das ist wichtig. Und die Lufthansa weiß eben, wir brauchen in einem halben Jahr auch Treibstoff und wenn sie den Preis dafür eben jetzt festmachen können und sicher sein können, dass das klappt, dann können sie jetzt auch die Tickets kalkulieren. Und Barilla ist auch froh, wenn sie die Mehlpreise jetzt fix machen können, weil man sieht ja, was passieren kann auf der Welt. Und ja, spekulatives Kapital mischt da auch mit und das auch nicht zu knapp und natürlich auch mit Gewinnerzielungsabsicht. Es erfüllt damit aber auch eine Funktion. Es preist Szenarien ein und es übernimmt aber eben auch Risiken und steht gerade für die Erfüllung und das ist immens wichtig. Und je mehr Liquidität da ist an diesen Märkten, desto höher ist eben auch die Chance, dass man sein Risiko absichern kann zu einem Preis, der da lag. Angemessen ist. Und ich habe schon mal gesagt, wie war es denn früher? Früher, als es keine rechtssicheren Liefervereinbarungen gegeben hat und als es auch keine Termingeschäfte gegeben hat, waren früher die Lebensmittelpreise immer günstig. Vorabend Französische Revolution zum Beispiel oder andere große Hungersnöte. In dem Moment, in dem es da auch nur ein Gerücht gegeben hat, dass jetzt vielleicht die Ernte schlecht wird oder sowas. Da gab es nichts mehr. Gar nichts. Jeder, der irgendwie an Getreide gekommen ist oder an Mehl gekommen ist, der hat nichts mehr rausgerückt und der Markt war leer aus Ende. Und heute haben wir auch Preisschwankungen, selbstverständlich, aber das, was vereinbart ist, das kommt wenigstens eben auch auf den Markt. Auch wenn es für eine der beiden Parteien unvorteilhaft ist und den Schaden trägt eben im Zweifel auch der böse Spekulant und die böse Finanzindustrie, die ja sowieso angeblich der große Kriegsgewinner sein soll. Das würde ich auch gern mal sehen, also wo die groß gewonnen haben jetzt in dem Krieg. Und Sie wissen ja, von uns einmal die Woche, da gibt es unsere Zukunftsmärkte-Reports. Da schauen wir uns meistens Aktien an aus einem bestimmten Sektor. Und dieser Sektor in der nächsten Ausgabe, das ist der Agrarsektor, gerade mit Absicht. Ich bin es jetzt nämlich auch mal leid. Düngemittel machen wir diesmal nicht, das ist vielleicht mal wieder ein Thema für sich.
aber zum Beispiel Traktoren, Bauer, Agrargüter, Handelsunternehmen und ganz grundsätzlich auch mal Agrarkonzerne, teilweise auch aus den Schwellenländern. Und der letzte heiße Scheiß auch noch Vertical Farming. Da überlegen wir noch, ob wir das dann auch noch mit aufnehmen. Und die Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Agraraktien für die ganz fiesen Spekulanten jetzt. Und überhaupt, wenn die Preise künstlich hochgezockt worden sind jetzt und damit deutlich über dem vermeintlich fairen Preis liegen, warum bestehen dann zumindest nicht die ganzen großen Käufer drauf, dass sie zu diesem fairen Preis kaufen jetzt? Nur denen scheint es gar nicht zu geben, ist furchtbar komisch. Und außerdem, wenn die Preise jetzt wirklich hochgezockt worden sind an den Terminmärkten, warum kauft man dann nicht einfach Lebensmittel, die nicht an den Börsen gehandelt werden? Weil die sind dann ja wahrscheinlich noch billig, so Gurken, Käse, Paprika, Chips. Aber hoppla, die sind ja noch teurer geworden. Wie kann das denn sein? Es wird immer komischer. Und drittens, die Kardinalfrage. Ist es denn wirklich völlig undenkbar, dass in einer Situation, in der zwei der wichtigsten Agrarproduzenten weltweit Krieg führen und einer von denen wird mit Sanktionen belegt und von dem anderen sind die Häfen gesperrt und die Straßen und die Bahnlinien und die Silos werden gerade zerschossen? Ist es undenkbar, dass in so einer Situation die Preise, die wir haben, vielleicht doch irgendwie angemessen sein könnten? Und in so einer Lage zu sagen, die Spekulanten sind schuld, das finde ich schon sehr, sehr sportlich. Mal abgesehen davon, dass wir auch im ganzen Rest der Welt Produktionskosten haben, die massiv gestiegen sind auch. Ich habe mich mit einem Landwirt unterhalten und das war noch vor dem Ukraine-Krieg. Der hat schon gesagt, er hat für seinen Weizen noch nie so viel Geld gekriegt. Aber er hat auch für Diesel und für Dünger noch nie vorher so viel bezahlt. Und wir haben ja auch jahrelang die Debatte gehabt hier. Also eine verantwortungsbewusste Landwirtschaft in Mitteleuropa zu den Preisen, die wir gehabt haben und ohne Förderung. Das ist eigentlich nicht möglich und ist es auch jetzt nicht. Ich wohne in München inzwischen, ich komme ursprünglich vom Land. Und wenn Sie da vor 30, 40 Jahren vor die Haustür gegangen sind, da haben Sie aufpassen müssen, dass Sie nicht gleich überfahren werden von den ganzen Mähdreschern, die da rumgefahren sind und Traktoren mit den Ladewagen und den Heuwändern und den Ballenpressen. Und in meinem Dorf, da hat es vor 30 Jahren ungefähr 40 Landwirte noch gegeben. Heute gibt es noch 2. Und natürlich ein paar Biogasanlagen in der Umgebung. Und richtig, Bauer sucht Frau nach wie vor, weil Bauer ein Leben führt mit einem Arbeitspensum, das man heute keinem mehr zumuten kann. Ist davon abgesehen ein Fernsehformat, das es wirklich geschafft hat, dass es einen kompletten Berufsstand als völlig debil und vertrottelt hinstellt. Aber das darf man, das ist Fernsehunterhaltung. Und München hier ist natürlich auch so eine Stadt, die meint, sie ist immer noch ganz furchtbar urwüchsig, aber die Hälfte der Leute hier, da bin ich mal sicher, die waren bestimmt schon auf jedem Weingut in Chile und in jedem Ashram in Indien, aber die waren noch nie in ihrem Leben in einem deutschen Kuhstall, wobei man die in seinem Kuhstall wahrscheinlich auch gar nicht haben will. Aber wir sind tatsächlich, glaube ich, eine Gesellschaft, die sich weit, weit entfernt hat von der Produktion von ihren Grundnahrungsmitteln und die auch nicht sehen will, unter welchem Druck diese Produktion steht und die unglaubliche Ansprüche hat an ihre Landwirtschaft, aber die bis jetzt nicht im geringsten bereit dazu war, dass sie das auch honoriert, was diese Landwirtschaft dann leisten soll. Die Landwirte, die haben gefälligst alle Idealisten zu sein, die sich dafür die Sache aufarbeiten. Dann kommt noch dazu, die Landwirtschaft ist natürlich auch ein Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Sie ist industrialisiert, globalisiert mittlerweile und dadurch ist es ihr auch gelungen, wirklich eine Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen mehr oder weniger zu ernähren. Und hier haben wir nochmal den Weizenpreis stellvertretend, aber diesmal auf 10 Jahre.
Der letzte große Preisschub, das war in den Jahren 2011, 2012. Da hat es dann einen Agrarboom gegeben nochmal und da ist dann nochmal massiv investiert worden in Landwirtschaft, gerade auch in Osteuropa. Und dann hat es auch ein paar Jahre lang keine Ernteausfälle oder sowas gegeben, keine ernsten, was dann aber die Preise stark unter Druck gebracht hat. Nur, wenn man glaubt, die Preise so von 2015 bis 2019, das seien die fairen, normalen Preise, auf die wir ein Recht hätten und alles andere sind spekulative Übertreibungen, dann muss man auch wissen, dass das eine Zeit war, wo die Landwirtschaft weltweit massiv gelitten hat, wo wir zum Beispiel in Indien Massenselbstmorde gehabt haben bei den Landwirten, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten, wo es weltweit eine Massenmigration gegeben hat vom Land in die Städte. Das hat man dann gern mit dem Klimawandel begründet und das mag auch sein, aber zum größten Teil waren das einfach auch Preise, Preise, von denen die Landwirte nicht mehr leben konnten. Und ganz abgesehen davon, die gleichen Leute, die behaupten, dass die Spekulanten die ganze Zeit die Preise hochzocken, die erzählen uns ja auch seit Jahren Horrorgeschichten über den Klimawandel, der dann ja ganze Landstriche unfruchtbar macht und verwüstet, was ja auch sehr wahrscheinlich stimmt. Nur, was ist denn die Konsequenz daraus für die Rohstoffmärkte? Natürlich steigende Preise. Was denn sonst? Und ich gestehe gern zu, dass es an den Rohstoffmärkten natürlich Übertreibungen gibt, immer wieder mal nach oben und nach unten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt ohne diese Rohstoffmärkte und Terminmärkte noch ganz andere Preise hätten und ganz andere Verwerfungen. Und was man leider eben auch sagen muss, ich befürchte wirklich, die Welt steht da mittelfristig auch vor einer riesigen Herausforderung, weil sie muss natürlich ernährt werden, am besten natürlich auch zu bezahlbaren Preisen, aber eben auch gleichzeitig mit vertretbaren Methoden. Und das wirft schon Fragen auf, die sehr, sehr schwierig sind. Und da ist es natürlich furchtbar einfach, wenn man immer, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt auf der Welt, wenn man immer dann mit dem Finger zeigen kann auf die bösen, bösen Spekulanten. Und das ist ja bei manchen auch schon fast krankhaft. Aber klar, wenn man das tut, dann muss man sich diese ganzen harten Fragen natürlich nicht stellen, sondern dann kann man bequem auf dem Standpunkt stehen, wir sind ja die Guten, wir sind ja für die gerechte Welt, Spekulanten in die Schranken. Ach ja, und hier ist noch eine Meldung, auch von der Tagesschau, sogar aus der gleichen Rubrik. Die japanische Derivatebörse, die hat nach fast 300 Jahren den Terminhandel mit Reis eingestellt. Begründung zu geringe Umsätze. Das war auch schon 2021 und damit wissen wir jetzt schon mal, die japanischen Spekulanten sind schon mal nicht die Schuld sind am hohen Reispreis. Ich würde das Thema sehr gern noch vertiefen, weil es ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt. Ich weiß es nur nicht, ob Sie das auch so besonders interessiert. Uns ist natürlich ganz klar auch ein Thema, über das man sich streiten kann und über das man sich auch streiten sollte. Darum schreiben Sie hier gern rein bei den Kommentaren, was Sie darüber denken. Und falls wir Landwirte haben, hier auf Partnersuche bitte auch ein kurzes Profil einstellen unter Angabe von Alter und Nutzfläche in Hektar. Ich belasse es jetzt erstmal bei meinem Plädoyer zur ungehemmten Spekulation so lang, bis wirklich jemand mal kommt und uns da eines Besseren belehrt. Und darum denken Sie auch dran, dass Sie sich noch eintragen jetzt für die gratis Zukunftsmärkte-Reports von uns nächste Woche zu den Aktien aus dem Agrarsektor auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.